Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends. In diesem Video zeige ich euch, wie man eine schöne Blume super schnell und super einfach mit Frischhaltefolie gestalten kann. In this video I show you how to do a super easy beautiful flower with cling film. Ich habe also hier ein 3030, eine 3030 Leinwand, die ich gleich auspacken werde und dann kann man schon loslegen. Ich habe hier kleine Hütchen aus Silikon. Fangen wir mal an. Reichlich weiß. Jetzt nehme ich ein kleines bisschen Blau. Und ein kleines bisschen Grün. Just a bit. So. Jetzt nehme ich diesen hier und sehe mal, was daraus wird. Das gefällt mir. So ein Hintergrund angedeutet. Nicht mehr als das. Da. Alles. So. Nun beginnt die Komposition der Blume. Gelb nehme ich jetzt viel, weil Gelb sehr gerne verloren geht. Aber ich habe Gelb gern, wisst ihr. Ich habe Gelb ausgesprochen gern. Jetzt wird es mehr wie ein Stern. Das ist aber auch egal. Das wirkt jetzt schön. Etwas übereinander, aber nicht so richtig abdeckend. Soll immer alles noch die Chance haben, wieder durchzuscheinen. Muss man sein Gefühl einfach entscheiden lassen, wie man das machen möchte. Kann ruhig auch über den Rand hinausgehen, aber
mit Schwarz, Leute. Vorsicht, Vorsicht. Schwarz macht alles furchtbar dunkel. Das muss man immer bedenken. Nicht, dass mir hier das Gelb zu wenig wird. Ich mag nämlich Gelb. Und ich mag Lila. Und jetzt ringsherum grün. Am besten auch mal zweifarbig. Das wirkt immer sehr schön. Das wirkt dann wie grün. Highlights. Wenn man es richtig hinkriegt. So, ich möchte nicht, dass hier was im Licht steht. Und jetzt nehme ich die Folie, die ich vorbereitet habe. Ich habe die Folie so vorbereitet, dass sie mehr oder weniger genau auf das Bild passt. Komm her. So. Jetzt legen wir dich da drauf. So. Jetzt vorsichtig. Nur mit den Fingerspitzen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. In der Mitte habe ich es mal gemacht. Nur um den Effekt zu sehen. Und jetzt kommt eine Ecke, noch eine Ecke festhalten, sehr festhalten. Noch eine Ecke und noch eine Ecke. Die letzte. Oh, schick. Wow. Echt schick. Hier kann man ja verwahren. Vielleicht. Schick. Muss ich sagen. Jetzt nehme ich noch das nicht, sondern so ein Ding. Noch ein bisschen die Blütenblätter verdeutlichen. Das ist das Close-up.
außen die verschiedenen Grüntöne sind sehr schön rausgekommen. In der Mitte hätte ich sogar noch ein wenig Schwarz einsparen können, aber insgesamt gefällt mir mein Bild sehr gut. Wenn euch das Bild und das Video gefällt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Acrylbilder gießen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.